Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind in der Aurora drin, müssen jetzt hier ein bisschen reparieren und... Komm schon. Das machen wir jetzt auch, dann ist dieses bekackte scheiß Strahlungsleck hier endlich mal weg. Und dann können wir hier mal ein bisschen gemütlicher uns bewegen. Weil das mit dem Strahlungsleck, das ging uns, also mir zumindest, doch kräftigst auf den Sack. So, wenn ich mich recht erinnere, waren hier ziemlich unangenehme Viecher noch irgendwo unterwegs. Aber vielleicht sind sie wieder weg. Man weiß es nicht genau. So, noch 8 Lecks übrig. 7. So, genau die meinte ich mit ziemlich unangenehme Viecher unterwegs. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, wo noch einer ist. Es waren auf jeden Fall mehrere, das weiß ich noch. Okay. So, hier haben wir noch einen. Containment breach repaired. Further breaches detected. Und noch einer weniger. Containment breach repaired. Further breaches detected. Okay. Wo haben wir noch welche? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von diesen Blutekelviecher mehrere hier waren. Oh, wir trinken gleich. Echt, sind keine mehr hier drin? Nun, war das echt nur dieser eine? Ich kann mich natürlich auch irren, aber... Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass da mehrere drin waren. So, das waren jetzt noch 2. Das noch 2 übrig, oder? Da waren jetzt. Ja, da waren jetzt noch 2 übrig. Aber ich sehe echt keins von den Drecksviechern mehr. So. Und der letzte. Dabei reißt es mich jedes Mal wieder, Leute. Attention. High energy particle containment field restored. Auto decontamination sequence initiated. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. So, ich würde jetzt gerne nochmal hier rüber latschen, um zu gucken, ob hier sich irgendwas geändert hat, aber hier hat sich nichts geändert, Leute. Hier kann man immer noch nichts machen. Hier gibt es leider auch nichts. Es wäre cool gewesen, wenn es hier nochmal ein Modul gegeben hätte. So, damit ist das Strahlungsleck auf jeden Fall schon mal geschlossen. Und falls lustig ist, saven wir. So, und jetzt machen wir das übliche Spiel. Kann ich das jetzt eigentlich löschen? Nö. Das geht immer noch nicht. Mal schauen, ob sich in der Aurora irgendwas verändert hat, aber ich bezweifle es ja fast. Ah, war der... War der Flur immer schon so lang, der Gang? Ich meine, die Nachrichten, die da jetzt stehen, die kennen wir ja mittlerweile alle. Hey, 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 was? Das ist neu. Was bist du denn für ein Schweinchen? MK1. Geil, Leute.
Das ist neu. Für wen war das denn? Hey, geil, Leute. Das finde ich ja mal richtig stark. Und ich persönlich glaube, dass da hinten irgendwann mal der Exosuit versteckt wird. Kann ich das Ding eigentlich scannen? Nee, kann ich nicht. So, dann schauen wir wieder raus. Ey, das ist ein Bett, oder? Ein Bett soll's, habe ich irgendwo auch schon gesehen, mal in einem auf einem Bild oder so. So, das war der erste. Wo ist er denn? Wo sind die Drecksviecher? Jetzt verpiss dich halt. Aber hier war doch noch einer. So, noch eine Energiezelle. Sehr schön. Nein, 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 nein. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich höre einen Leviathan Reaper. Weil jetzt sind wir auf jeden Fall an der Stelle, wo es welche gibt. Ja, da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz rein. Weil irgendwie konnten wir beim letzten Mal weiterstiefeln. Ich hoffe, der folgt mir jetzt nicht hier rein. Ist drecksfähig. Oh, falle ich da runter, hey. Ich krieg hart das Kotzen, Leute. Aber wir konnten beim letzten Mal doch weiterstiefeln. Da gab es doch beim letzten Mal mehrere Kisten, die wir erforschen konnten. Beziehungsweise looten konnten. Und da kam doch irgendwas mit Leichen gefunden, bla 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 bla. Weil da hinten kann ich immer noch nicht lang. Nö, geht immer noch nicht. Das ging doch hier beim letzten Mal definitiv noch weiter. Oder ging das hier weiter? Ich will jetzt nicht schon wieder runterfallen. Also hier waren beim letzten Mal Kisten. Da bin ich mir sicher. Ah, okay. Spuren von menschlichen Überresten. Haben wir alle weggeschossen? So, nochmal ein Signal. So. Ich meine, die Kisten will ich auf jeden Fall jetzt hier alle looten. Aber ich will auf keinen Fall nochmal runterfallen.
er sich da noch versteckt? Dachte er wirklich, ich sehe nicht. Mann, ist es hier am Beben. So, da habe ich gerade noch einen gesehen. Wo ist der hin? Der ist gerade hier nach rechts geflitzt. Warnungsschild, unbekannt. Okay. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hier muss doch noch irgendwo welche sein. Da ist noch einer auf jeden Fall. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine Kiste. So. Und noch eine Kiste. Mit einem weiteren Signal. Vielleicht sind das jetzt mal andere Signale. Bisschen Wasser. Haben wir hier die Kiste schon gelootet? Scheinbar ja. Ich glaube aber... Das war's jetzt dann, oder? Oder? Das schaut irgendwie unbekannt aus. Da waren wir beim letzten Mal auch noch nicht. So. Was haben wir hier noch drin? Nochmal ein Signal. Und die Kiste schaut nach einer Falle aus. Inventar voll. Aber sonst gibt es hier nichts mehr. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir den Weg zurückfinden. Huiuiuiuiui. War auf jeden Fall hier lang. Dann da nach oben. Ich finde es schade, dass die Kisten nicht offen bleiben, alle. Irgendwo höre ich schon wieder einen. Okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich finde es schade, dass ich jetzt hier nicht mehr erforschen kann. Das wäre schon sehr geil gewesen. Vor allem gerade mit den Leichen von den anderen Crewmitgliedern. Aber ihr seht es ja selber. Hier ist nichts mehr. Sehr, sehr schade. So, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht sterben. Wir haben so viel geiles Zeug dabei. Wo kamen wir denn her? Wir kamen hierher, oder? Ja. So, dann ging es hier lang. Ja, genau. Ja, genau, das ist richtig. Weil hier hinten lang ging es nicht mehr. Dann
gehen wir wieder rein. Richtig, richtig cool, Leute. Aber das finde ich geil, dass das jetzt hier dabei war. Ich würde jetzt gerne das Ding hier leer machen. So, dann können wir es nämlich den Akku austauschen. Dann würde ich sagen, war das eh hier schon wieder sehr erfolgreich. Richtig, richtig schön Zeug gesammelt. Das Strahlungsleck behoben. Einmal ins Wasser gefallen. Läuft, Leute. Läuft auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt ohne Umwege nach Hause. Und ja, schauen, dass wir dann weiter mit der Suche nach neuen Sachen machen, oder? Perfekt. Und wie gesagt, jetzt geht's straight heim. Ich will auf keinen Fall sterben. Darum machen wir jetzt hier auch gar keine Experimente, sondern wir gehen direkt heim, liefern den Rotz ab und ja, danach gehen wir weiter erforschen. Ich kann eh nichts mehr aufnehmen. Somit spielt das auch keine Rolle. Ich sag, wenn wir ein Fragment unterwegs finden, vielleicht steige ich dafür tatsächlich aus. Aber ansonsten wird jetzt hier nicht rumexperimentiert. Base, das ist schon mal die richtige Richtung zu Base. Aber Fragmente sind gerade echt Mangelware, Leute. Wahnsinn. Werde ich hier eigentlich gejagt? Ja, werde ich. Wahnsinn, sind die schlecht gelaunt. Unglaublich. Also das war früher definitiv nicht. Also die waren ja früher schon echt aggro, aber jetzt. Aber jetzt schießen sie echt den Vogel ab. So. Home sweet home. Oh, haben wir hier Zeug mitgeschleppt, Leute. Was haben wir denn hier? Hitzesignatur, riesiger Kusch. Große organische Masse. Hört sich eklig an. Geologische Formation, mögliche Höhlenöffnung, Hitzesignatur. Bis wir das Ding jetzt upgraden können, können wir dem ja schon mal das Modul reinklatschen. Nein. Wieso nicht? Und wir könnten uns jetzt hier noch schnell einen Schrank wieder machen. So, dafür brauchen wir natürlich den Habitatbauer. Und ich weiß nicht mehr genau, was man dafür braucht. Ich werde es mir nie merken. Zwei Titan und ein Quarz. Titan, Titan. Gluck. Ein Quarz. Ja, wir haben mal volle Energie. Wahnsinn. Und hier können wir jetzt den ganzen Spaß mal reintun. Oh, schaut euch das mal an. Das ist immer wieder so geil, wenn man wieder zurückkommt von so Expeditionen und dann ihr alles richtig schön vollgeladen ist. Das gefällt mir immer wieder gut. Gut. So, damit haben wir jetzt das hier schon mal erledigt. Strahlungsleck ist auch beseitigt. Schweißgerät mal auf 2, wieso nicht? Apropos Schweißgerät. Gehen wir mal ganz kurz in die Base. In die Rettungskapsel. Kann ich das Ding jetzt hier wieder reparieren? Ja, geht. Und durch Zauberhand. Nice, Leute. Alles schön repariert.
Okay, das müssen wir natürlich auch noch reparieren. Und dann sollten wir eh schon die erste Nachricht erhalten, oder? Scheinbar nicht. Scheinbar schon. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. The estimated arrival time, 9 hours. Playing message. Playing message. This is an automated distress signal from Aurora Lifebot 17. Coordinates attached. Please send immediate emergency relief team. Playing message. Also von diesem Keen hatten wir noch nichts gehört. Das ist auf jeden Fall eine neue Nachricht. Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nur bei uns buggy, aber die kannte ich noch nicht. Gut, also haben mehrere überlebt, der Captain zwar nicht. Und die sind hier irgendwo an Land. Also entweder auf Floater Island oder... ja, da wo der Strand halt ist. Ihr wisst, was ich meine. Wir waren ja schon bei beiden Landmöglichkeiten. So, meine Freunde, aber für heute reicht's wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.